Der Zechenpark Friedrich Heinrich befindet sich in Kamp-Lintfort. Bis zur Schließung der Zeche im Jahr 2012 spielte der Bergbau eine große Rolle für die Region. Bis zu 8.119 Menschen waren auf der Zeche beschäftigt. Im Jahr 1992 waren noch 3.366 Mitarbeiter auf dem Bergwerk beschäftigt. Im Laufe der Zeit wurden 2,5 Millionen Tonnen Steinkohle gefördert. Die Tagesanlagen der Zeche Friedrich Heinrich I und II sowie das erhaltene Fördergerüst über Schacht Friedrich Heinrich II und der Förderturm über Schacht II sind als Denkmäler erhalten geblieben. Das Magazingebäude, das Tagesbetriebsgebäude, die Maschinenhalle und die alte Schlosserei sind heute noch vorhanden. Die Zeche war die drittgrößte Zeche auf der westlichen Seite des Rheins. Im Jahr 2020 fand auf dem ehemaligen Bergwerksgelände die Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 statt. Der dadurch entstandene Zechenpark ist seit März 2021 ein beliebtes Ausflugsziel. Auch einen Tierpark gibt es auf dem Gelände. Das Infozentrum befindet sich im ehemaligen Pumpenhaus. Im Infozentrum ist auch die Touristinformation und das Museum untergebracht. Eine Fahrt auf den Förderturm, in den Lehrstollen und ein Besuch des Hauses des Bergmanns sind hier buchbar. Direkt neben dem Infozentrum befindet sich der Lehrstollen, in dem die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition die Führungen anbietet. Die gezeigten Werkzeuge und Betriebsmittel sind alle funktionsfähig. Direkt neben dem Zechenpark ist die Altsiedlung Friedrich Heinrich zu Fuß erreichbar. Das ist eine Arbeitersiedlung, die ursprünglich für die Bergleute gebaut worden ist. Hier ist auch das Haus des Bergmanns zu finden.